Pieps, was geht ab? Ihr seid bei Raffles Lifehacks gelandet und diese Woche führe ich euch zu meinem Lieblingsplatz hier in der Gegend. Und auf dem Weg dahin teste ich auch noch gleich ein neues Gadget. Ich habe nämlich oft das Problem gehabt, Handyhalterung fürs Auto, so viel Kohle schon für weggeschmissen und dann waren es am Ende doch nur Scheißprodukte. Und ich hoffe wirklich, dieses Mal habe ich das Richtige gefunden. Mighty Grip. Ich habe das Ganze jetzt einmal ausgepackt. Hier haben wir einmal das Hauptteil mit dem Saugnapf. Den kann man auch festlocken. Also wenn ich ihn jetzt drehe, dann ist der fest mit einem sehr 360 Grad variablen Kopf. Hier ist dann das Magnetstück drauf. Dann haben wir hier das Metallplättchen, was in die Hülle kommt. Wenn man keine Handyhülle hat, kann man auch eine Platte aufs Handy direkt kleben. Und dann bleibt das Handy auch drauf. So, ich versuche jetzt nochmal das zu lösen und schaue. Okay, das scheint richtig gut zu halten. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch nochmal im Auto testen. So, schon sind wir in der Kakus Möhres. Hier haben wir einmal einen meiner alten Handyhalter, der jetzt so das Radio leider verdeckt, den Lüfter verdeckt und nicht mal richtig fest ist. Ne? Also wie ihr schon sehen könnt, ist eine sehr, sehr dodgy Angelegenheit. So nicht mit dem Mighty Grip, den ich ja im Grunde überall dran machen kann. Ich mag den am liebsten hier links dran machen, ist auch fest jetzt, weil ja, da stört er mich nicht. Ich kann es trotzdem noch drehen, wenn ich will, aber ich lasse es jetzt einfach so. Ja, und dann kann die Reise schon losgehen. Und wenn ich Bock habe, dann kann ich zwischendurch auch abmachen, Fotos machen, wenn ich aussteige, irgendwas. Perfekt, los geht's. Einmal ein bisschen. Zack. Und so, also jetzt zeige ich euch das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Und die alte Handyhalterung brauche ich jetzt natürlich nicht mehr. Was ist das denn? Es gibt genau zwei Tupac-Statuen auf der Welt. Eine in Amerika, eine in Deutschland und zwar in Herford. Mighty Grip hängt immer noch in meiner Schrottmühle drin. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und ich kann wirklich nichts Schlechtes darüber sagen. Es ist top. Ich mag es. Wie immer 70 Stück davon im Shop. Link ist in der Description. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Abo da. Ich würde mich freuen. Bis dahin und ciao.